Drehdreieck für die Kamera. Verdammt! Grau. Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Kraus, wo bist du? Kraus, da. Ist das Kraus? Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Der mit dem Aktenkoffer? Junge, wer, hier ist doch gar keiner mit Aktenkoffer. Der hat Brezel da drinne. Wo sind die anderen mit dem Aktenkoffer? Hast du getrunken, Adler? Oder er hier? Wo ist denn hier einer mit dem Aktenkoffer? Negativ. So, ich muss ein Foto machen, hat er doch. Und wie sieht er denn überhaupt, ob das richtig war oder nicht? Jürgen, dreh dich um. Nicht unser Mann. Gut. Ja, passiert noch irgendwie was oder was? Muss ich irgendwie vielleicht woanders hin? Ja, sonst erschieße ich die einfach alle gleich. Ja, weiß ich nicht. Hier wäre noch ein schönes Erinnerungsfoto. So sieht Kraus nicht aus. Ah, danke. Oh, lol, ein Trabi. Ja, was machen wir denn jetzt? So. Ach lol, da steht noch einer. Gute Arbeit, das ist er. Das ist Kraus. Den habe ich gar nicht gesehen. Komm, da schießen wir direkt im Kopf. Mir nach. Oh, okay. Ja, dann nicht. Dann nicht. zu 1, Risiko. Park, Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Oh, Andika, A plus J. A plus Jansen. Ach, süß. Sweet. Okay, let's go. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Ja, ist okay. Muss ich nicht so komisch umdrehen. Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Ehrlich? Was? Soll ich da jetzt hinlaufen? Okay. Blauer Schirm. Moin. Ach, betritt die Bar. Geh zum Treffen in der Kneipe. Was machen Sie so spät noch hier draußen, junge Dame? Ich bin auf dem Heimweg vom Kopf. Das Gesicht. Ich bin Krankenschwester. Warum begleitet sie denn jemand? Sie sollten nachts nicht alleine unterwegs sein. Jo, der hat eine richtig creepy Synchronstimme. Deutsche. Er sucht gerade seine Mutter außerhalb der Stadt. Wirklich? In welchem Krankenhaus arbeiten Sie? Krass, oder? Frau, du hast echt für sowas alles befragt. Die Informantin Bella. 3 Jahre. Bekomme ich Probleme? Nein, zumindest noch nicht. Was machen Sie so spät noch hier draußen, junge Dame? Machen Sie doch so spät, junge Dame. Guck mal, die werden alle nachgefragt. Krass, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte noch nie Ärger mit dem Gesetz. Wenn ich Sie also zum Verhör mitnehme, Sie keine Akten. Krass. Was war das früher mit der Stasi? Nehmt ihn fest, Junge. Der hat Drogen dabei. Der hat Drogen dabei. Hier, da, Drogen. Hier, überall Drogen. Nehmt ihn fest! Polizist, Officer, Stasi-Mann, Soldat, keine Ahnung, wie man euch früher genannt hat. Rein da, ihr Drogen, ich sehe auch Drogen hier. Ich erschieße ihn jetzt, ich erschieße ihn. Ich habe keine Waffen mehr. Ja, rein. Was du hast, sie allein im Klo gelassen. Ich hab kurz gesagt, ich schieb betrogen. So,
unser Informant hat einen blauen Schirm. Bist du der blaue Schirm? Bell, halte nach dem blauen Schirm Ausschau. Ja, Jimmer. Wie Martin das immer macht. Sabine lebt nicht mehr. Sabine abgeschlachtet. Was? Ich weiß nicht, aber irgendwie ist mir nicht wohl dabei, noch jemanden auf diese Welt zu bringen. Hä? Weiter auf deine Mutter. Sie hat nur noch den Atomkrieg im Kopf. Das ist verrückt. Ist es das? Die Informantin hat einen blauen Schirm bei sich. Ein Bombenschutzkeller, den es je gab. Jetzt machst du dich über mich lustig. Ist ja fast das gleiche Gespräch wie gerade in der Bahn, oder nicht? Ja, schickes Mittel. Ja. Oh, coole Musik. Bell, finde die Informantin. Anna, warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist mir nicht wohl da. Für einen kleinen Tanz ist immer Zeit, ne? Ja, ich habe nur ein linkes Bein. Adler, ich habe nur ein linkes Bein. Wo ist mein Bein hin? Ihr habt mir was im Winter am Krieg nicht gesagt. Ich hab ein Bein verloren im Vietnamkrieg. Ja, ich geh mal hier rein. Moin, Jungs. Er ist richtig am Reiern. Hinweis, einfach noch einer müssen sich die Hände waschen, bevor sie die Arbeit wieder aufnehmen. Also wie in 2021 eigentlich, ne? Wegen Corona. Hallo, Frau Elfermann. Sie haben was für mich. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Hier, Greta. Klaus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Drücke 4 zum Aktivieren des Abhörgeräts. Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe. Oh, Berliner Weiße. Also warten wir auf Wolkow. Lecker. Sie hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Wolkow hier? Wir müssen ablenken. Die darf nicht wissen, worum es geht. Wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Oh, hier. Kriege Sturmfrisur. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Okay. Ich werde sehen, was ich machen kann. Kein Problem, Bruder. Ob Sie einen Redner, Informant oder bringen zum Schweigen. Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Ja, ich auch. Wer weiß, der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Achtung, Bell, ich glaube, Wolkow kommt rein. Hallo, komplett unauffällig. Oh oh. Raus da, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Ich geh mal raus. Dann wahrscheinlich Team, da lang, ne? Neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Jo. Er bleibt unser Schick zu Wolkow. Die Mauer wird. Bleib versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Feinde werden alarmiert, wenn das rote Symbol blinkt und die Anzeige gefüllt ist. Okay, die Mauer wird fallen. Ich brauche mehr Zeit. Sind wir hier lang? Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Ich wohne gleich über den Platz da drüben. Wir waren auf dem Heimweg. Und Sie? Ich bleib heute Nacht am Schlossknall. Wir machen ein paar zu viel in der Kneipe. Die Tricht drehen. Sie beide, Ihre Papiere. Schon gut, schon gut. Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall. Lol. Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ja.
Ich töte dich. Ich töte dich, Bruder. Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Ja, da liegt halt nur eine Leiche, ne? Kann sein, dass sie vielleicht... Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Dass sie vielleicht dich damit meinen. Ich kriege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Dass die Kamera uns markiert von Feinden. Statt verboten? Ui, jetzt ja richtig zur Sache. Haben wir jetzt markiert? Ich hab gar nichts versucht. Wir sehen so etwas. Was, Becker? Wir sehen sowas. Was, Becker? Becker, sag doch mal. Haben wir alle markiert? Da ist noch einer. Siehste. Ist das verboten? Hä, ich hab den aber nicht markiert. Oh, was ist das für eine Scheiße? Ich hab gar nichts versucht. Jetzt haben wir ihn markiert, oder? Was, Becker? Das war noch einer. Ach, wir brauchen den nur eine Zeit lang ansehen. Alles klar. Komm, den killen wir. Jürgen, bleib stehen! Da. Ist hier noch was? Kann man hier rein? Nee. Okay, weiter geht's. Da, 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 da. Dann machen wir es auf die harte Tour. Okay, das war knapp. Da, 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 da. Alles gesichert. Da, da, da. Jawohl. Ach, und da hier ist der Typ, der... Lassen Sie mich gehen. Bitte. Sanitäter! Ich bin nicht der, den Sie suchen. Sie, kenne ich von Bildern. Sie werden gesucht. Ah. Was ist mit dir denn, Jürgen? Was ist passiert? Ist das denn? Ich weiß nicht, wie Sie mich fanden. Ich habe nach Vorschrift gehandelt. Retten gehen Sie auf Torstation, wir melden uns. Schießen Sie, waren unvorsichtig, man kann Ihnen nicht trauen, wir sind fertig mit Ihnen. Volkov, er ist schrecklich, abscheulich. Wenn Sie ihn sehen, sollten Sie ihn töten. Bitte, ich bin ein Freund. Darf ich gehen? Natürlich darf er gehen, komm hier raus. Ich danke Ihnen mein Leben. Ich warte auf Ihre Nachricht. Ja, ja, du wirst jetzt für mich arbeiten, und zwar für immer. Hä? Das war die Spezialmission, oder was? Ach, guck mal hier. Oh. Zumindest hat sich bisher auch noch resistent gegen unser Verbündeten erwiesen, aber sein kürzlicher erzielter Durchbruch hat einige Kenntnisse erbracht. Unter extrem Druck braucht das Subjekt für den KW zu arbeiten, aber ich behaupte auch, mit einem Maulwurf zusammenzuarbeiten und an seinen Worten die Amerikaner zum Nahen zu halten. Bei weiteren Befragungen widerrief er alle vorigen Aussagen und weigerte sich, mehr zu sagen. Wir hören für einen Tag mit der Verhör auf, um ihn ausschwitzen zu lassen und ein paar Hinweise zu verfolgen. Okay, er hat nichts gesagt. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Okay, was machen wir jetzt hier? Chillen wir eine Runde? Ach komm, gehen wir weiter. Gehen wir hier lang. Da 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 da. No! Ich glaube, ich bin am S. Das sieht irgendwie dumm aus gerade für mich.
Wir schießen einfach gerade Deutschland kaputt. Lelele, wir sind aber alle tot. Was soll das denn? Joch! Kontakt! Kommt noch mehr? Wie viele kommen denn? Unendlich? Ich sehe die nicht mehr. Ja, mach mal ein Foto von euch. Ah, da ist einer. Waffe, Pistole, ja, ganz ruhig. So. Wer ist er denn? So, einer ballert hier noch rum wie so ein Verrückten. So, der ist auch dead. Rette Lukas Richter hinter der Mauer. Die haben wir doch gemacht, oder nicht? Jo, das ist viel geiler. Jo, das ist einfach ein Ding. Geile Knifte. So, was ist er denn? Was macht er denn? Wo müssen wir überhaupt hin? Da müssen wir doch hin. Was? Dann gehen wir hier mal rein. Boah, die wollte schon fast Kopfschuss geben. Lass doch mal Schwein gehabt, Lazar. Lazar. Wenn du das unauffällig nennst, helf uns Gott. Folge mir. Boah, war doch gut. Verstehe jetzt gar nicht, was dein Problem ist. Sei still, sonst verpfeifen uns die Anwohner noch. Du bist auch ein mürrisch kleiner Mann, ne? Mürrischen bist du, ne? Den kleinen mürrischen. Was steht der denn? Ausfahrt. Ausfahrt, glaube ich. Das ist der Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus Wohnung. Alles klar. Ich wollte dir ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Lecker. Aber die haben schon geschlossen. Ja, da ist. Park ist gleich voraus. Lazar, fällt dir auf, dass ich nur ein Bein habe? Ey, da war mal ein anderes Bein. Ich hab doch zwei Beine. Lass sagen, ich hab zwei Beine. Ich kann wieder laufen. Cool. Ja, und jetzt? Oh, Kamera. Zurück. Vor ein paar Minuten hat ein Wagen bei Kraus Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Was? Kraus telefoniert gerade. Was ist das denn, ey? Augen auf Kraus. Augen auf Kraus. Gibt's hier irgendwo Munition oder sowas? Ja, ne? Nur alte Video pro. Ach, ist mir auch egal. Ist er da oben? Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Wolkow Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender. Führt er uns direkt zu Wolkow. Ah, interessant. Nicht dumm, Lazar. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen wird schwierig. Ach, guck mal hier. Schön für die Sicherheit auf dem Boden geklebt. Nicht schlecht. Nach ungebetenen Gästen. Hä? Lol. Beobachte du uns von hier aus. Ich zeige dir die Schokoladenseite. Oh, lol. Letters beschleunigen. Er von vorn.